Moschiges, hallo draußen, willkommen zu einer Folge SkyPvP mit dabei, der liebe Niklas. Hi! Ja, wir zocken mal wieder eine Runde auf Mad Gamble. Vorweg, wie schon bereits in einem Video gesagt letztens, es sind aktuell wirklich gefühlt 0 SkyPvP-Server online. Dementsprechend habe ich keine andere Wahl, außer auf Mad oder auf Nerux Vase oder auf Sky Slayer zu spielen. Und Mad ist halt der einzige Server, wo es kein Stärke 2 gibt. Und deswegen finde ich gerade Mad tatsächlich als Sky-PvP-Server so gesehen am besten. Ja, so blöd es klingt. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich im Mad-Team bin. Oder ja, deswegen halt, aber es ist wirklich meine Meinung. Genau, der Adventskalender quasi startet. Daily Uploads bis zum 24. Ja, leck mich am Arsch. Ich habe heute schon keine Lust mehr, ehrlich gesagt. nee, das meine ich komplett ernst. Also dieses Video jetzt zu machen, hat mich viel Überwindung gekostet. Ich hatte wirklich 2 Videos vorproduziert oder mindestens 1. Ein Kill-Luke. So, das werde ich auf jeden Fall jetzt wieder neu aufnehmen müssen, weil die Aufnahmedatei mal wieder beschädigt ist. Shoutouts gehen raus an OBS und an meinen tollen PC. Ja, ansonsten kommt dann halt mal eine Folge Skywars an einem Tag oder Sky PvP. Ich kann ja alles machen, was ich möchte an Content aktuell. Dann mit den Daily Updates. Und dann kommen ein Tag Bild FFA, dann kommt Sky PvP, Skywars, vielleicht mal eine Runde SG. Oder dann streame ich einen Tag. Also, damit ihr da Bescheid wisst, jeden Tag jetzt ein Video. Ich freue mich, wenn ihr mich supportet mit einem Like oder so. Würde mich natürlich motivieren und freuen. Und ja, dachte ich mir, mache ich mal auch als kleine Geste, nicht nur weil der CPU M hoch ist, lol, einfach, weil gefühlt jeder macht das im Dezember, aber halt nur Gott, mit dem Geld. Dezember ist das Beste, glaube ich, ne? Ja, klar, also echt, im Dezember ist die CPM echt hoch, bei mir finde ich, ist die wie fast im ganzen Jahr, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber ist auch egal. Genau, ich möchte mal über die Frosch Games reden, tatsächlich. Ich hatte es ja schon mal in einem Video angeteasert, dass die Frosch Games auf jeden Fall wiederkommen werden. Das Ganze ist aber noch nicht komplett fest, mit wem das jetzt gemacht wird. Da bin ich gerade noch in Verhandlungen, so blöd es auch schon wieder klingt. Lass mal bitte schnell fixen. Und das sollte auf jeden Fall in naher Zukunft stattfinden. Die Teilnahmebedingungen sind halt dann, dass ihr natürlich einen Minecraft-Account habt, dass ihr unbedingt Discord und Teamspeak habt. Ansonsten werdet ihr dann nicht teilnehmen können. Ja, keine Hacks, ist natürlich klar. Das sind halt die Regeln dementsprechend. Und es ist auf jeden Fall ganz, ganz easy. Da kann jeder Zuschauer fast mitmachen. Mal gucken, wie viele Plätze ich vergeben werde. Und natürlich gibt es dann auch kleine Gewinne abzustauben. Aber das Ganze wird dann wahrscheinlich über ein 1 vs 1 System laufen und es wird auch ein Einer-Turnier sein, damit ihr da auch schon mal Bescheid wisst. Keine Teams, sondern diesmal wirklich komplett alleine und das werden wir auch schneller durchziehen. Wer den Kampf nicht antritt, whatever, ist selber schuld, wird dann halt dementsprechend disqualifiziert. Die Frosch Games hatten wir ja schon mal in der Vergangenheit 2-mal gemacht, so provisorisch, wenn man es sagen kann, self-made, wirklich null System oder so, war aber auch mega lustig. Und da sind wir auch ins Finale tatsächlich gekommen. Und ich glaube, da habe ich sogar gewonnen. Aber keine Ahnung, was das für ein Turnier war. Krass, also das war halt kurios. Das meine ich mit keine Ahnung. Ja. Damit also so schlecht lief das ja nicht. Ne? Also. Ja, schon. Ich meine, gab es wieder natürlich ein paar Auseinandersetzungen, weil einer nicht konnte und bla bla bla. Und dann auch wieder ein bisschen Beef. Aber kommst ja nicht drum rum, ne? Niklas. Ja, das ist normal. Genau. Tatsächlich wollte ich mir zum Black Friday jetzt auch einen neuen Monitor bestellen. Habe ich noch nicht gemacht. Luca wieder shoppen, hat sich einen neuen Hoodie und neues Parfüm gekauft. ja. Oh Mann, ey. Leute, was habt ihr? Habt ihr euch gegönnt am Black Friday oder am Cyber Monday? Da ist einmal viel Rabatt auf jeder Internetseite eigentlich, falls ihr das wisst. Und könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe mir, wie gesagt, nur ein Parfüm gegönnt, was 20% billiger war. Bei Douglas von Versace, ja, richtiges Biest hier am Start. Der hat 40 Euro gekostet, hat auch geil gerochen und hat davon auch schon mal einen Tester. Luke, der Beauty-Experte,
am Start und ja. Bald kommen die Beauty-Videos, wie es kommen, ey. Ja, kann ich gerne mal machen. Und halt ein Hoodie von Peso, falls ihr die Marke kennt, vom Justin, ne, sieht man das. Ja, kann man sich auch mal gönnen, natürlich. Spar natürlich mein Geld und Was ist mit dem? Ja. Er hat einen Knockback auf seiner Axt, ne? Ey, das ist richtig. Alter, das packt richtig ab. Das sieht halt Kerzentöter noch wahrscheinlich. Naja. Das ist mal wieder äußerst crazy. Gut. Alter, der Typ, Junge. Leute, habt ihr auch schon gewusst, es gibt auch einen Adventskalender auf Mad, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Immer wenn ihr joint, kriegt ihr eine Benachrichtigung, dass ihr euch das neue Türchen abholen könnt. Dann werdet ihr zu dem Adventskalender tippet, sucht dann die dementsprechende Zahl aus und macht dann Rechtsklick drauf. Und dann geht ihr auf einen jeweiligen Spielmodi, da das, was halt im Chat steht, und macht da / Loot Open. Kriegt ihr da jetzt zum Beispiel ein Kit Ultra V am 1. hier auf Mad. Chillige Sache. Für Infos, willkommen auf meinem Kanal. Let's go, abonnieren. Ey, mal Real Talk, abonniert echt mal bitte. Es triggert mich so sehr, dass so viele Leute, fast die Hälfte, meine Videos sehen und nicht abonniert haben. Also, gönnt doch mal. Alge. Ja, das ist schon traurig, oder Niklas? Kannst du die nachgucken, wie viele Prozent dich haben? Ja, 46% haben mich nicht abonniert bei den Videos. Ist hart, ne? Ja, ja, aber den ganz großen YouTuber sind es meistens sogar 80%, das ist ja noch härter, ne? Ja, klar. Also wenn man bedenkt, so jetzt so ein Hype-Video letztens, dieses bei Quadrix-Video mit Nerux Ways, was fast 800 Aufrufe hat und dann, sagen wir mal, ein Drittel, hätte ich jetzt 200 Abos mehr. Ja, aber ist ja auch egal, ist ja nur die Zahl. Sowas motiviert halt selbstverständlich dann, wenn man gewisse Ziele erreicht und ich nehme auch keine Zahl als Ziel in Zukunft vor. Ist natürlich immer, wie gesagt, cool. Und, Digga, der Typ fuckt so ab, ne? Ich schwöre es dir. Von meiner Rüstung ist gleich auch schon wieder down. Naja. Ja, dann repair mal eben gleich. Ja. Alter, der Typ, Junge. Digga, was? Wer spielt mit Drachentöter noch? Mal retalk. Das Video heißt dann 301 beim User. Ach ja. Genau. Ja, 301, bad. You know it, guys. Und dann würde ich auch schon sagen, das war es tatsächlich schon mit dem Video. Das war der erste Tag vom Adventskalender, vom Frosch, Dezember, Froschnachten, whatever. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, lasst ein Like da. Würde mich sehr, sehr freuen. Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video tatsächlich wieder. Es werden natürlich auch noch selbstverständlich ab und zu ein paar Verlosungen kommen. Das Ganze muss ich noch klären. Bleibt einfach schön aktiv auf meinem Kanal. Glocke an. Und dann verpasst ihr so gut wie nichts mehr. Oder join auf dem Discord. Ja, sorry für die Werbung, aber ist, ne? Und kauft mein Merch. Tschüss.